Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ich vermute, Herr Lohn, es wird Sie nicht wundern, wir lehnen Ihren Gesetzentwurf ab. Sie wollen einzig und allein die Frauenquote abschaffen. Wir wollen gleiche Chancen für Frauen und Männer im öffentlichen Dienst. Und deshalb halten wir in unserem Gesetz und an der Frauenquote fest, weil wir überzeugt sind, dass die Verfassungsgrundsätze, die Sie gerade auch angesprochen haben, die Bestenauslese und das Staatsziel der Gleichstellung hier bestens in einen Ausgleich gebracht werden. Und die von Ihnen vorgeschlagene Regelung, die Sie hier vorgelegt haben, die soll ja die Frauenquote ersetzen. Das ist aus unserer Sicht völlig überflüssig, weil die Dinge, die Sie da regeln wollen, bereits geregelt sind. Ich will einmal an den Paragraphen 20 im LBG erinnern. Dort wird der Nachteilsausgleich bei Schwangerschaft, Mutterschutz, Elternzeit, Betreuung von Kindern und Pflege von Angehörigen bereits geregelt. Und das ist auch gut und richtig so. Und ich will auf das kürzlich novellierte Landesgleichstellungsgesetz, das LGG, verweisen, auf den dortigen Paragraph 13, wo ja nochmal die flexiblen Arbeitsmodelle und auch die Teilzeit geregelt und gestärkt werden. Und dort steht auch, ich meine, das wäre der Absatz 4 im Paragraph 13, dort steht auch, dass es eben keine Nachteile bei der Beurteilung wegen einer Teilzeitbeschäftigung geben darf. Es zählt das, was man gearbeitet hat, das, was man an guter Arbeit geleistet hat, das wird beurteilt und nicht die Frage, ob man in Teilzeit oder in Vollzeit gearbeitet hat. Insofern ist Ihr Vorschlag, den Sie hier vorgelegt haben, wenig neu. Er ist wenig innovativ und aus unserer Sicht völlig unnötig. Und deshalb werden wir ihn auch ablehnen. Und bei Ihnen in Ihrem Entwurf soll ja die Frauenförderung gegen die Familienförderung, gegen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ausgespielt werden. Aus unserer Sicht darf es kein Entweder-Oder geben, kein Ausspielen von beiden, sondern wir brauchen beides. Und deshalb bleiben wir bei den Regelungen, die wir geschaffen haben. Und ich finde noch eins, was Sie ja völlig verkennen mit Ihrem Gesetzentwurf. Es sind ja alles richtige Regelungen, die Sie ansprechen, abhängig davon, dass es schon längst geregelt ist. Aber Sie verkennen dabei völlig das Thema strukturelle Diskriminierung von Frauen. Ja? Also, dass Frauen in höheren Hierarchieebenen nicht repräsentiert sind, das liegt ja nicht nur daran, dass es vor allen Dingen Frauen sind, die in Teilzeit arbeiten, sondern es liegt eben auch an strukturellen Ursachen. Die werden Sie mit Ihrem Gesetzentwurf überhaupt nicht beseitigen. Ich habe sogar den Eindruck, dass Sie auch überhaupt nicht den Anspruch haben, diese strukturellen Probleme zu beseitigen. Das ist genau die berühmte gläserne Decke, die wir haben, auch im öffentlichen Dienst. Das werden Sie mit Ihrem Gesetzentwurf nicht durchbrechen können. Deshalb werden wir auch Ihren Gesetzentwurf ablehnen und halten an unserer Frauenquote fest, weil wir der Überzeugung sind, dass das wirklich für gleiche Chancen für Männer und Frauen im öffentlichen Dienst sorgt. Herzlichen Dank. Vielen Dank.